So, servus. Da heute das gute Heartbreaker-Set einen auf den Deckel bekommen hat und da eine ganze Menge an Damage runtergeschraubt wurde, weil es nicht oben drauf kommt und anders angerechnet wird. Einfach mal die guten Alternativen. Ich fand es auch ein bisschen schade, wenn jetzt das eine Set so gehypt wird und so stark ist, dann wird nie wieder irgendeiner irgendwas anderes spielen. Dann würde man als Techniker mit Heartbreaker rumlaufen, als purer DPS, als Hybrid und so weiter. Also von daher finde ich das eigentlich ganz gut, die Entscheidung. Und präsentiere jetzt gleich mal hier die Alternative, die sogar noch ein bisschen mehr DPS macht als das Heartbreaker-Bild, was ich hochgeladen habe. Und zwar ganz oldschool mit der guten alten Chameleon. Diesmal nehmen wir ein Exo mit. Die gucken wir uns an. Die ist hier fertig gerollt. Hier ist alles optimiert. Das ist ja eigentlich eine umgebaute Vector, deswegen hat die auch unheimlich viel Feuerrate. Wir sehen schon 1035 Kugeln da per Minute. Das ist jede Menge Zeugs. Also ihr müsst immer schön alles einsammeln, an die Ammo-Box gehen und so weiter. Das Schöne an der Chameleon, warum ich die mitnehme, ist, da sind auch fast 10% Grid-Chunks drauf, ne? Was jede Menge ist. Wenn wir mit der Waffe anvisieren, dann sehen wir rechts neben der Waffe, direkt an der Waffe dran, drei Kästchen. Und diese Kästchen füllen sich, wenn man spielt. Es gibt da Bros, die füllen die alle drei, halten das aufrecht. Dafür bin ich nicht gut genug. Und wir gucken uns an, wofür diese Kästchen da sind. Und zwar für diese drei unterschiedlichen Sachen. Wir bekommen halt einen Buff und wir entscheiden, auf was wir treffen, also mit der Auswahl, worauf wir ballern, was wir bekommen. Und wir sehen jetzt schon, wenn ich auf Kopfschüsse schieße, dann bekomme ich Chance auf kritische Treffer und 50% Schaden durch kritische Treffer. Wenn ich auf den Körper ziele, bekomme ich Waffenschaden. Und das ist auch das, ich habe nicht so den Aim, ich bin jetzt nicht der Oberpro, ganz besonders mit einem Controller-Net. Und das ist genau das, was wir machen werden. Also wir gehen zwar auf Grid, wir holen uns auch das Cap, wir holen uns die 60% Grid-Chance, weil das ja das Cap ist. Haben dann auch noch ein bisschen kritischen Treffer-Schaden logischerweise, aber was wir überall gemaxt haben, ist der Waffenschaden und den ballern wir uns einfach hoch. Und damit haben wir ja eigentlich nachher gar nichts mehr zu tun, als immer nur auf den Körper ballern, was ja die größte Fläche ist und somit auch am einfachsten zu treffen ist. Das untere Kästchen wäre dafür, wenn man Leuten auf die Beine zielt und in die Beine schießt, dass man dann halt eben einen Stack hochschraubt, der einem das Nachladen halt einfacher macht. Ja, das mal zur Waffe. Dann habe ich hier mitgenommen einmal eine Fenris-Maske. Da könnte man jetzt auch mit der Coyote-Maske spielen. Aber sollte irgendein anderer in dem Raid oder in der Gruppe die Coyote-Maske haben, nehmen wir hier natürlich ein Fenris-Teil, einfach um die 10% Sturmgewehrschaden oben mitzunehmen. So, dann nehmen wir, was ja für alle und immer wieder seit Jahren die Meta ist, Gebet des Fuchses. Irgendwie passt es auch, ne? Das Item heißt Gebet des Fuchses. Hier oben ist der Fuchs zu sehen vom Fenris-Teil. Einfach wegen dem Schaden gegen ungedeckte Ziele. Das ist einfach so der krasseste Wert in dem Spiel. So, dann bleiben nur noch vier Slots übrig. Und das sind einfach die vier Stürmerteile. Denn wir spielen mit Brust, Rucksack, beides. Wir sehen hier auf der Brust, ist das ähnliche bei dem Heartbreaker. Man kann nicht nur 50 Stacks aufbauen, sondern 100. Das ist einfach mega stark. Das machen wir auf jeden Fall. Und hier ist auch der Rucksack unglaublich geil, denn wir bekommen für jeden Stack mehr Waffenschaden. Und der Waffenschaden von 0,5 wird auf 0,65 erhöht. Klingt jetzt erstmal nicht viel, aber wir reden ja von 100 Stacks, weil wir ja die Brust mitnehmen. Und in Summe macht das eine Menge Waffendamage aus. Ich habe hier immer Schaden durch Grid. Auf der Brust habe ich auch Schaden durch Grid, habe Chance auf Grid gesockelt, hier oben auch. Einfach um an die 60% Grid-Chance zu kommen. Und ihr seht, ich habe nur 80% Schaden durch Grid. Da haben wir zig Builds, gibt es ja, wo man so auf 180 bis 200% kritischen Schaden kommt. Haben wir nicht, wir spielen aber dafür das Stürmer-Set und haben ja die Talente und die Procs von dem Waffenschaden vom Stürmer-Set. So. Also ihr kommt einfach ans Cap, ob ihr jetzt hier Grid-Chance sockelt oder nicht, das einfach ans Cap gehen, dass ihr die 60% Grid-Chance habt. Man sieht ja, beim Rucksack habe ich auch Grid-Chance, habe einen Schadensockel reingemacht. Hier oben habe ich wieder die Chance, einfach um ans Cap zu kommen und dann
der Rest halt auf die maximale Höhe auf kritischen Schaden gehen. Da fehlt, geht halt nicht ganz so viel, weil hier ist zum Beispiel ja kein kritischer Schaden drauf, sondern Schaden gegen ungedeckte Ziele. Aber in Summe passt das so. Wir nehmen 4 Teile Stürmer mit, wir gehen wieder an die Crit-Chance, wir haben 60% Crit-Chance, wir haben 80% Schaden durch kritische Treffer, was nicht so viel ist. Wir haben auch noch 50% Kopfschussschaden. Und wie gesagt, noch Schaden gegen ungedeckte Ziele. Das passt so. Da wir jetzt Gebet des Fuchses mitnehmen, was in jedem Bild, wie gesagt, ja so die Meta ist und das eigentlich ja für ein Gewehrbild ist, das ist ja ein Teil des Overlord-Sets, habe ich mich dazu entschlossen, als zweite Waffe einfach Bakers Dutzend mitzunehmen. Ne? Ist ein Gewehr, profitiert von den 10% und da die umgebaute Vector auch auf Range nicht mega geil ist und wenn da wirklich mal irgendwo ein Sniper irgendwo verschanzt sitzt, dann ist die Baker genau die richtige Antwort dafür und sie wird auch noch gebufft, weil wir hier das Item mitnehmen. Also wir profitieren einmal von Schaden gegen ungedeckte Ziele, was mega stark ist, wenn wir mit der AR rumlaufen, haben aber auch gleichzeitig mit dem Item noch die Bakers Dutzend und zur zweiten Waffe gebufft. Wir nehmen den Red Drone Stock mit, das ist sowieso jedem selbst überlassen, genauso wie die Spezialisierung. Ich mag die Feuergranate, ich habe wieder den Überlebensexperte mitgenommen und halt eben hier den Köder, man kann auch ein Schild nehmen und so weiter. Ein bisschen von der DPS, die man jetzt hier sieht, man sieht hier schon, ich habe hier eben gerade ein bisschen draufgeballert, da war ich bei 7,1, knapp 7,2 Millionen SPS, das ist schon richtig ordentlich. Ein bisschen was muss man abziehen, denn ich habe schon 3 Stufen vom Know-how quasi, also 3% mehr Waffenschaden in die Chameleon-Rain geballert. Das müsste man jetzt abziehen ein bisschen, aber das reicht allemal aus. So, jetzt ist ja wichtig, wenn wir jetzt da drauf ballern, dann müssen sich ja erstmal Stacks aufbauen, und zwar diese Stürmer-Stacks. Ihr seht jetzt unter der Anzeige, wo meine Kugeln, meine Cooldowns und so weiter alle zu sehen sind, seht ihr unten drunter das grüne Zeichen, das ist das Zeichen von dem Stürmer-Set. Und unter diesem kleinen grünen Viereck seht ihr jetzt gleich einen Balken, der sich von links nach rechts füllt. Das sind die Stacks des Stürmersets. Das heißt, wenn ich jetzt, wir müssen gar nicht mehr auf den Kopf zielen, denn da würden wir Crit-Chance generieren und wir sind am Cap. Wir ballern einfach mitten auf die Brust und sehen jetzt, wie dieser Balken von dem kleinen Stürmerzeichen unten sich füllt. Man sieht schon schön, ich kriege die Zielscheibe gar nicht weg. Ich muss also laden, damit ich überhaupt die Zielscheibe wegbekomme. So, ihr seht jetzt schon, der kleine Balken hat sich gleich gefüllt. So, jetzt habe ich meine Stürmer-Stacks und jetzt resetten wir hier einmal und gucken halt dann, was kommt hier rüber. Und ihr seht jetzt, ich bin bei über 7 Millionen SPS. Ich halte den Balken, den kleinen, die Stacks die ganze Zeit aufrecht, wenn ich ballern kann, wenn genug Gegner da sind. Jetzt bin ich schon fast bei 7,5 Millionen SPS und ich rasiere diese Zielscheibe sowas von weg. Ich habe sie mit dem ersten Magazin, bevor die Stacks aufgebaut sind, halt nicht wegbekommen, die Zielscheibe. Und jetzt könnte ich fast 2 wegrasieren mit einem Magazin über die Blizzard. Ja, und damit haben wir eine mega gute Alternative. Es ist eigentlich sogar eine ganze Ecke stärker als das letzte Set, was ich präsentiert habe. Ja. Es werden alle zurück auf das Dilemma-Set springen. Es wird wahrscheinlich am besten, am stärksten performen, jetzt wo das Heartbreaker genervt wurde. Aber das hier ist wirklich immer noch eine mega gute Alternative. Das Stürmer-Set ist richtig stark. Und ihr seht schon, das bleibt einfach aktiv. Ich muss nicht aimen, ich muss keinem in den Kopf schießen, sondern ich muss einfach nur auf den Körper zielen, den treffen und alles ist gut. Sollte ich den Kopf werfen, ist das auch nicht schlimm, ne? Dann kriege ich halt Crit-Chance, dann gehe ich lieber Set hinausgehen, geht nicht. Aber ich generiere noch ein bisschen mehr, kriege ich nicht haben. Aber ihr braucht es nicht. Ihr seid bei lockeren 7 bis 7,5 Millionen, sagen wir 7 Millionen, weil ich halt ein bisschen Waffenschaden von der Chameleon erhöht habe. Ja, das ist die Alternative. Ihr braucht keinen Heartbreaker, jetzt wo es ein bisschen kastriert wurde, spielt das Stürmer-Set. Ich werde noch ein Bild machen mit dem Dilemma-Set, aber das machen so viele, weil es einfach so stark ist. Aber 7 Millionen SPS, wunderbares Set. Ihr könnt hier flexibel auch wieder die Maske rausnehmen. Ihr könnt auch eine andere Waffe nehmen. Ihr könnt mit eurer AR spielen, mit einer P416 oder irgendwas. Oder mit einer FAMAS, wenn ihr auf Close Range steht. Wunderbar. Das war's, Leute. Viel Spaß beim Zocken, guten Loot, bis zum nächsten Mal. Ciao.